Junge, 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 was sind das für verrückte Wochen? Es ist die Zeit der grünen Kerzen und der großen Profite, aber wie nimmt man die am besten mit und wo gibt es die meisten Gains? Ich zeige dir heute 5 Strategien, mit denen du in diesem Bullrun Gewinne einstreichen kannst. Bleib dran! Here comes the money! Here we go! Money talk! Wir zeigen euch hier zwar verschiedene Exit-Strategien, das Video dient allerdings nur Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungen birgt große Risiken, bitte seid euch dessen bewusst. Und nun weiter mit dem Video. Der Kryptomarkt eskaliert völlig. Kein Wunder, dass bei Anlegern Partylaune angesagt ist. Hier mal ein Ausschnitt, wie wir in den letzten Wochen den Markt verfolgt haben. Bitcoin legt nominell den größten Anstieg seiner Geschichte hin. In 3 Wochen legte The Orange Coin um fast 30.000 US-Dollar zu. Bitcoin ist jetzt fast so viel wert wie Google und es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis der Widerstand bei 100.000 US-Dollar fällt. Nahezu jeder, der in Bitcoin investiert hat, befindet sich aktuell im Profit. Die große Frage lautet nun, wie bringt man seine Schäfchen ins Trockene? Schauen wir es uns an. Und damit wären wir auch schon bei unserer ersten Strategie, Gewinnziele festsetzen und auscashen. Dieser Ansatz ist für dich interessant, wenn du kein hohes Risiko eingehen willst. Dafür definierst du dir vorab eine Schwelle, an der du Gewinne realisieren möchtest. Das kann eine bestimmte Summe sein oder ein bestimmter Prozentsatz. Wichtig ist nur, dass du bei deiner Zielsetzung realistisch bleibst. Dafür kannst du dich zum Beispiel an vergangenen Bullenmärkten orientieren. In der Praxis könnte das zum Beispiel so aussehen. Angenommen, du investierst 1.000 US-Dollar in Bitcoin, dann könnte dein konservatives Gewinnziel bei 2.000 US-Dollar bzw. einer Rendite von 100% liegen. Nice. Merk dir aber, je konservativer du deine Gewinnziele formulierst, desto geringer sind zwar die Risiken, damit schrumpfen aber auch deine Gewinnmargen. Andererseits, pokerst du zu hoch und setzt deine Gewinnziele zu risikoreich, kann es passieren, dass dein angepeilter Kurs nie erreicht wird. In diesem Fall könnte deine Exit-Strategie platzen und du deine Chance auf Gewinnmitnahmen verpassen. Um höhere Zinsen zu generieren und es ist weg. Falls du öfter etwas zu Trading-Strategien schauen möchtest, dann schreib es uns doch gerne in die Kommentare. Und wenn du schon dabei bist, dann abonnier doch gleich unseren Kanal und aktiviere die Glocke. So verpasst du kein neues Video. Und jetzt weiter im Text. Bei dieser Strategie steht dein Initialinvestment im Vordergrund. Dein oberstes Ziel ist es, das Geld, was du am Anfang investiert hast, herauszuziehen, sobald du einen gewissen Gewinn aufgebaut hast. Der Vorteil, du kannst nicht mehr in die Verlustzone rutschen und schläfst nachts vielleicht auch ein bisschen ruhiger. Damit die Strategie auch Sinn macht, solltest du dir vorab ein konkretes Gewinnziel definieren, ab dem du deinen Einsatz herausziehen möchtest. Im Anschluss lässt du deine Gewinne einfach weiterlaufen, lehnst dich zurück und schaust, ob sich weitere Profite ergeben. Doch auch hier kostet dich die zusätzliche Sicherheit potenzielle Gewinne. Ein Fallbeispiel. Angenommen, Gary investiert 5.000 US-Dollar in Bitcoin. Der Kurs verdoppelt sich, er zieht seinen Einsatz raus und lässt die Gewinne laufen. Der Kurs verdoppelt sich nochmal. Gary sitzt jetzt insgesamt auf einem Berg von 15.000 US-Dollar, also 10.000 Gewinn und 5.000 Investment. Michael hat zum gleichen Zeitpunkt ebenfalls 5.000 US-Dollar in Bitcoin investiert. Seinen Einsatz hat er aber nicht rausgezogen. Nach den 2 Verdopplungen hat er ein Endkapital von 20.000 US-Dollar, unterm Strich also 5.000 US-Dollar mehr Gewinn als Gary. Boy. Du merkst also, diese Strategie eignet sich also vor allem für vorsichtige Anleger, die bereit sind, auf Rendite zu verzichten, um ihre Verlustrisiken zu minimieren. Du kennst dich mit den Zyklen des Kryptomarktes gut aus? Dann ist diese Strategie vielleicht genau das Richtige für dich. Denn als alteingesessener Krypto-Pro weißt du, dass der Markt sich in Zyklen bewegt. Nehmen wir als Beispiel Bitcoin. Wie du hier siehst, durchläuft der Kurs immer wieder die gleichen Marktphasen. Den Startpunkt für den Bullrun markierte hier oft das Halving. 2016 dauerte es im Schnitt 526 Tage, bis der Bitcoin-Kurs seinen Höhepunkt erreichte. 4 Jahre später brauchte Bitcoin 549 Tage bis zum Market Top. Mit diesem Wissen im Hinterkopf kannst du jetzt versuchen, deinen Ausstieg zeitlich zu planen. Beispielsweise könntest du dir bei Bitcoin auf Basis der Datenlage einen Zeitpunkt zwischen 500 und 550 Tagen aussuchen, an dem du dein Investment verkaufen möchtest. Der Vorteil, folgt der Markt tatsächlich seinem Muster, dürftest du deine Verkäufe relativ nah am Höhepunkt verkaufen.
Allerdings ist diese Strategie auch relativ riskant, da es keine Garantie dafür gibt, dass der Marktzyklus genauso verläuft, wie er es bisher getan hat. Sollte es zu einer Abweichung kommen, besteht die Gefahr, dass du mitten in eine Kurskorrektur verkaufst. Das dürfte sich deutlich auf deine Gewinne auswirken und könnte sogar zu Verlusten führen. Diese Strategie ist tatsächlich nur für Anleger, die sich umfassend über aktuelle Marktereignisse informieren. Das Ziel ist es, möglichst am Market Top, also am Höhepunkt des Marktes, zu verkaufen. Dafür wartet der Anleger, bis der Markt ihm deutliche Signale gibt, dass der Bullrun vorbei ist und ein Crash bevorstehen könnte. Here I come. Aber beachte, es handelt sich hierbei um eine wirklich anspruchsvolle Vorgehensweise. Am besten verfügst du über Kenntnisse in der technischen Kursanalyse. Für Anfänger lohnt sich diese Strategie jedenfalls eher weniger. Zu groß ist einfach die Gefahr, dass du den Ausstieg übersiehst, deine Gewinne dahinschmelzen und du am Ende frustriert bist. Und wenn du dich näher mit dem Thema beschäftigen willst, dann schau doch bei uns gerne auf der Seite vorbei. In unseren Masterclasses erfährst du alles Wichtige rund um das Thema Trading. Und dann gibt es ja noch diejenigen, die überhaupt gar kein Interesse haben, ihre Kryptoinvestitionen zu verkaufen, sogar wenn ein harter Bärenmarkt bevorsteht. Ein nachvollziehbarer Grund für die No-Exit-Strategie ist die Annahme, dass die gehaltene Kryptowährung sich deutlich in den nächsten Jahren verteuern wird. Der Vorteil hierbei ist, man muss im Grunde nichts tun im aktuellen Bullrun. Allerdings verzichten diese hartnäckigen Hodler auch auf ordentliche Profitmaximierung. Nehmen wir Bitcoin als Beispiel. In der Vergangenheit fiel Bitcoin in jedem Bärenmarkt um knapp 70%. Mit einem vorübergehenden Verkauf und einem späteren Wiedereinstieg hättest du deine Profite also deutlich maximieren können. Du merkst also, die No-Exit-Strategie ist deshalb zwar die am einfachsten umsetzbare, aber nicht unbedingt die lukrativste Strategie für den Bullrun. Also wenn du nur 1000 Euro im Monat machst, dann würde ich dir empfehlen, mehr zu machen. Und damit sind wir für heute schon am Ende angelangt. Wir hoffen, dass euch diese Strategien im Bullrun helfen werden. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie ihr versucht, eure Gewinne zu maximieren. Und vergesst auf jeden Fall nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das war es von mir an dieser Stelle. Hier links findet ihr noch ein Video zu den Coins, die Solana in diesem Bullrun outperformen können. Und eine Potenzialanalyse zu Ethereum. Und damit sage ich, haut rein, bis bald und ciao.